So, Herr Rudis, du bist mir die ganze Zeit mit einem Live-Vlog auf den Sack gegangen, obwohl ich da voll keinen Bock hatte auf meinem kleinen Trip. Aber jetzt bekommst du ihn. Ich teile mit euch meine übelst deepen Gedanken hier auf großer Fahrt. Und weißt du, Herr Rudis, wenn da eine Tür ist, verdammt, jetzt ist meine Fußsohle bestimmt nass. Nee, es geht. Wenn da eine Tür ist mit einer Türklinke und du versuchst, diese Tür zu öffnen und es funktioniert nicht, es gelingt dir einfach nicht, weißt du, hat dann die Tür das Problem oder du? Die Türklinke oder deine Hand? Weißt du, es ist wie mit einem Leuchtturm. Er kann dir den Weg leuchten, aber er kann genauso gut so hell leuchten, dass du den Weg nicht mehr siehst vor lauter Geleuchte. Weißt du, genauso verhält es sich mit der Tür. Du bist nicht bereit. Du musst noch, weißt du, wenn du auf eine Lampe zugehst, dann wirfst du einen Schatten nach hinten. Und du gehst immer näher an diese Lampe der Erkenntnis ran. Und irgendwann stellst du fest, dein Schatten ist plötzlich hinter dir. Überleg dir das mal. Er ist nicht hinter dir. Ist er hinter dir? Er ist hinter dir. Oder ist er doch vor dir? Ist er in dir drin? Bist du ein Schatten deiner selbst? Denk mal drüber nach. Den muss jetzt noch kurz landen, Moment. Ein Stück Holz ist ein Stück Holz, aber ein Baum ist ein Stück Leben. Wenn du das für dich verarbeiten kannst, dann bist du auf dem richtigen Weg, Herr Rudis. Ich hoffe, ich konnte dir den Weg ähnlich wie ein Leuchtturm erleuchten. Danke für die Aufmerksamkeit. Eine Minute Grenze.